Wie bei allen trigonometrischen Gleichungen führt man auch diese trigonometrische Gleichung zu trigonometrischen Grundgleichungen, um sie aufzulösen. Die trigonometrischen Grundgleichungen sind Sin gleich Sin, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Ihre Auflösungen werden im Detail im Tutorial D5.029 erklärt. Bei dieser Art trigonometrischen Gleichungen sorgt man zuerst dafür, dass die Vorzahl von Cosinus 1 ist. Wenn sie nicht 1 ist, dann teilt man die ganze Gleichung durch diese Vorzahl. Hier ist sie aber 1, also entfällt diese Division. Und diese Zahl, die dann vor dem Sinus x steht, die stellen wir gleich Tangens von einem Winkel. Das geht für egal welche reelle Zahl. Hier haben wir einen besonderen Wert, Quadratwurzel von 3, ist genau der Tangens von Pi Drittel. Jetzt schreiben wir Tangens von Pi Drittel in die Form Sinus von Pi Drittel geteilt durch Cosinus von Pi Drittel und multiplizieren die gesamte Gleichung mit Cosinus von Pi Drittel. So erhalten wir diese Gleichung, Cos x mal Cos Pi Drittel. Hier stand Sin Pi Drittel mal Sin x geteilt durch Cos Pi Drittel. Also steht nur noch Sin Pi Drittel mal Sin x. Und hier stand 1, wir haben mit Cos Pi Drittel multipliziert, daher dieses Cos Pi Drittel. Links vom Ist-Zeichen erkennen wir Cos Cos plus Sin Sin. Durch die Additionsformel von Cosinus wissen wir, das ist der Cosinus von x minus Pi Drittel. Und somit haben wir die Grundgleichung Cos gleich Cos, die man so löst. Wir deuten, Cosinus vom ersten Winkel ist gleich zum Cosinus vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn der erste Winkel gleich ist zu plus minus diesen zweiten Winkel plus k mal 2pi. Diese Lösungen sind sofort im trigonometrischen Kreis abzulesen. Wir übertragen diese Lösungen hierhin und schreiben, der erste Winkel x minus Pi Drittel ist gleich zu plus minus diesen zweiten Winkel plus 2k Pi, also so. Das führt also zu zwei Fällen, der eine Fall mit Plus und der andere Fall mit Minus. Wir zerlegen das also in diesen zwei Fällen, schauen wir zuerst mit Plus und setzen sofort minus Pi Drittel rechts rüber. Dann steht links nur noch das x und rechts steht dann plus Pi Drittel, das heißt 2 Pi Drittel, plus 2k Pi. So, vergessen wir nicht, k ist eine ganze Zahl. Jetzt der zweite Fall mit minus Pi Drittel. Dann steht hier links x minus Pi Drittel, rechts steht aber auch minus Pi Drittel. Das heißt, diese beiden Brüche minus Pi Drittel entfallen und dann bleibt nur noch x gleich 2k Pi, also so. Wir zeichnen all diese Lösungen in den trigonometrischen Kreis ein, um zu sehen, ob man sie noch kürzer fassen kann als so. Die Winkel 2pi Drittel plus 2k Pi, das ist immer da, und die Winkel 2k Pi, das ist immer hier. Es ist also nicht möglich, diese Winkel kürzer zu fassen, also stecken wir sie so in die Lösungsmenge hinein, vergessen nicht zu erwähnen, dass k eine ganze Zahl sein muss, und unsere Gleichung ist schon gelöst.